Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es für euch ein neues Let's Draw Video und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß damit.
So, Freunde, jetzt muss ich euch noch mal was erzählen. Und zwar das Porträt. Da habe ich ja meinen allerliebsten Lieblingsspieler vom FC St. Pauli porträtiert. Und das habe ich Mitte März war es fertig. Ich habe da insgesamt 10 Stunden dran gesessen. Und irgendwann tat meine Hand einfach nur richtig weh und ich hatte Krämpfe und alles. So. Aber was ich jetzt noch erzählen wollte, hätte mir zu dem Zeitpunkt irgendjemand verklickern wollen, dass ich meinen Lieblingsspieler 9 Tage später treffe, dann hätte ich zu der bzw. demjenigen gesagt, ja, du willst mich doch verarschen oder irgendwie sowas oder Art, keine Ahnung. Aber es ist tatsächlich wahr geworden. Ich habe das allererste Mal meinen Lieblingsspieler getroffen und ich war richtig mega nervös und hatte auch richtig Herzklopfen. Ich habe gezittert wie Sau. So, und habe probiert, versucht, mich zusammenzureißen, dass man das mir nicht so anmerkt, so, weil mir schon ein bisschen unangenehm war. Und ich wollte euch das jetzt nochmal zeigen, wie das Porträt aussieht. Und ja, ich hatte die Möglichkeit, ihm das zu zeigen, dass er da drauf unterschreibt, was mich natürlich mega gefreut hat, weil ich finde, das ist mit eins der schönsten Sachen auf der Welt, wenn man, boah, jetzt klappe ich hier fast um, wenn man demjenigen oder derjenigen, die man porträtiert hat oder für denjenigen irgendwas gemacht hat, keine Ahnung, eine Collage oder sonst was, wenn man das dann demjenigen zeigen kann und dass man dann die direkte Meinung von dem hört, so. Und das hat mich einfach mega gefreut und da haben wir dann auch noch 2 Fotos gemacht und die packe ich euch am Ende nochmal vom Video hin und ja, es war einfach so cool und ich habe mich echt gefühlt so, als wenn ich irgendwie 10 oder 12 gewesen wäre so, aber ja, das Erschreckende ist, dass er genau, oder was heißt erschreckend, aber dass er genauso alt ist wie ich, nur ein paar Monate älter. So, und ich finde, das ist einfach krass, so wie jung auch teilweise so Fußballspieler sind oder so und wie lange sie dann schon Tatsache Fußball spielen und ja, keine Ahnung. Also ich glaube, jeder normale Mensch kann das nachvollziehen, der von irgendjemandem Fan ist, von wem auch immer. So, Freunde, das war's jetzt auch schon mit meinem allerersten gezeichneten Porträt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann dürft ihr gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Gerne dürft ihr mich natürlich zum Schluss auch noch kostenlos abonnieren, wenn ihr ab jetzt keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtet. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.